Raum. Jetzt kommt hier ein Zielsprint von der äußeren Bahn. Komm, der Grat! Komm! Die Nummer! Gymnasium Gerresheim, ganz in knallrot gekleidet, haben gegen die Schwarz-Roten hier tatsächlich einen Schritt nach 100 Metern, sind die bereits mit ihrem grünen Schnitzer da eine Länge voraus. Jonathan Wiering, Felix Mühlhaus, Maximilian Rohner und Pascal Schmidt sind es, die dieses Rennen abräumen. Und mal gucken, da können sie sich ja zeitmäßig auch nochmal ein wenig verbessern und in die Ränge von Düsseldorf reinschieben. Das ist allerdings wieder Rechensache des Regattabüros. Erstmal halten wir hier draußen fest, ein souveräner Sieg mit fast zwei Lecken Vorsprung auf die 250 Meter. Zu Null Sieg verhindern und im Moment ist es das Boot auf der Außenbahn, allerdings das schon wieder wegfährt vom Boot aus Ulm, von den roten Einteilern hier unten auf der Startbahn Nummer 2. Also Rennen 6 auch komplett entschieden, 4:0, es geht gut aus für Münster, Sorpesee, Epscher, das sind die Damen auf der hinteren Bahn, knallroten Boot, die sich viermal durchgesetzt haben. 4 Distanzen, 4 Siege, da schauen Sie schon, jawohl, jetzt seid ihr da, alles ist gut. Fertig und Ulm auf Rang 2.